ich habe noch alte im Keller gefunden, ich habe sie gelesen, ich war dann plötzlich 3 Stunden im Keller und habe die Zeit vergessen. Also, und bei meinem Neffen lese ich immer, gib doch auch mal, und dann lese ich mal so ein bisschen mit. Also es ist, ich glaube, es ist tatsächlich das Zeitlose, was so schön ist. Und man hat ja auch Begleiter, also als Kind, ich kann mich noch an Gundel Gaukelei, so hat man das als Kind gesagt, und Dagobert Duck erinnern, und die vergisst man niemals, niemals. Ja, beim Thema Mickey-Maus-Heft wird nicht nur bei Ralf Schmitz das Kind im Mann geweckt. Seit 60 Jahren begeistern die kleine Maus und ihre Begleiter aus Entenhausen nun schon die Leser. Geändert hat sich an den Heften inhaltlich in dieser Zeit aber nicht viel. Der größte Einschnitt ist sicherlich, dass wir von einem Monatsmagazin ganz am Anfang zu einem Wochenmagazin geworden sind. Dann der Umfang, wir haben mit 32 Seiten angefangen, jetzt sind wir jede Woche bei 52 oder in der Jubiläumsausgabe mit 68. Unverändert ist eigentlich nur der Kern, das ist Entenhausen, das sind Mickey, Donald und Co. Für das Legoland in Günzburg ist der 60. Geburtstag des Mickey-Maus-Magazins in Deutschland die passende Gelegenheit, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Aus mehr als 500.000 Legosteinen soll das Titelmotiv der Jubiläumsausgabe des Hefts erstellt werden. Hilfe bekommt der Park hierbei von Ralf Schmitz, der sich nicht nur mit Mickey-Maus-Heften, sondern auch mit Lego auskennt. Als ich ganz klein war, ganz jung war, da habe ich auch nur Steine gehabt. Und dann habe ich aus den Steinen versucht, was zu bauen. Das ging dann ohne Anleitung. Aber später wurde es schwierig. Bei Technik wurde es dann schwierig, bei der Serie, das war auch schon gut, oder bei meinem Neffen dann später mit Bionicle. Da wurde es auch schwieriger, da brauchen wir schon eine Anleitung. Den letzten Stein im Mosaik setzt Ralf Schmitz ganz ohne Anleitung ein und vollendet damit das Kunstwerk, an dem zuvor viele fleißige Hände mitgeholfen haben. Ja, unsere Gäste haben hier den ganzen Teil mitgebracht. Über die letzten 4 Tage hat ich jetzt so rund 35.000 von unseren Gästen hier mitgemacht. Und ja, wir sehen hier heute den Ergebnis und ich finde es super. Stolze 137,28 Quadratmeter ist es am Ende groß. Und somit ist das größte Lego-Mosaik der Welt gebaut. Ein neuer Weltrekord ist aufgestellt. Noch bis zum 4. September können Besucher das Lego-Mosaik im Park bewundern. Danach werden die einzelnen Platten für einen guten Zweck bei eBay versteigert. Bleibt zum Schluss noch eine Frage offen. Denn warum strahlt uns auf der Jubiläumsausgabe nicht Mickey Maus, sondern Donald Duck an? Als es 1951 auch bei uns anfing, war Mickey schon das Symbol für Disney und sicherlich der bekannteste Charakter. Mittlerweile ist es aber so, dass ihm die Ente schon ganz schön den Rang abgelaufen hat. Und vor allem im deutschsprachigen Raum ist Donald doch deutlich beliebter. Wahrscheinlich, weil er uns einfach allen ein wenig näher ist.